willkommen zu einer neuen Folge hier im RP-Projekt Refarming Meets Reality. Mit dabei sind heute mal alle. Soweit. Hallo. 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 Volker Varuna, aka Varuna LP. Der Harry Hofer, aka MacBeast86. Hä, kann man die Schilder und, umwerfen? Und, scheiße, Namen vergessen. Dark Racing YouTube, meinerseits. Okay. Gut, wir machen weiter hier beim Tractor Pulling. Der Harry Hofer hat das letzte gewonnen. Jetzt geht's weiter. Also, ich bitte jetzt. Ich bitte den Herrn Varuna nach vorne. Habe ich meinen Namen gehört? Alle anderen gehen bitte hinter die Arme. Auf geht's, Sven. Ja. Steier. Auf geht's. Herr Varuna, wo sind Sie? Herr Varuna. Herr Varuna! Alle anderen gehen bitte hinter die Arme. Herr Varuna, brauchen Sie ein bisschen Schulterklopfe. Ja, das wäre gut. Ich drücke Ihnen die Daumen. Danke. Ich hätte mein Ding, mein Gewicht mitnehmen sollen. Nehmen Sie doch ein Fan von Ihnen. Herr Knoll, jetzt halten Sie mal die Fresse mit Ihrem Polizeiauto. Feuerwehr. Sonst wird er gleich konfisziert von der Polizei. Vorher, Kollege. Zurück. Bisschen in Richtung Golf. Ja, zurück. Ich sehe hier nichts. Moment. Noch ein Stückchen zurück. Und einhängen. Zu weit. Zu weit. Nach vorne. Ja, aber 100 steht nach vorne. So, jetzt wird es passen. Ja, man sieht aber nichts. Nee, man sieht ja wirklich nichts. Herr Hofer, kuppeln Sie mal ab. Jetzt. Warum auch immer. Okay. Herr Varuna, noch ein Stückchen vor, die Abschleppstange ist nicht gerade. Das ist, glaube ich, so schon gewollt vom Hersteller. Passt. So, passt. Fahren wir hier oben den Fan auf Seite, bevor der Harry Hofer voll rein. Schauen alle Leute zu. Sind alle bereit? Ja. Herr Hofer, sind Sie bereit? Ja. Dann Herr Varuna, sind Sie bereit? Ja. Alles 2, gut. 1, go! Heiden, nein. Ja, warum da versuchen sie es? Warum denn? Ist doch schon rum, oder? Ist ja schon rum. Ja, also zuerst waren sie hinter der Grenze, aber dann er. Ich weiß ja nicht mal, worum es ging. Hätte ich ihn hinter den Dinger ziehen müssen, oder was? Genau, ja. Also, und das war auch der Fall. Na, ich... Die Abschleppstange ist nicht zur Mitte. Die Mitte gehört jeweils dem anderen. Ja. Hä? Soll ich sagen? Also ich versteh's nicht. Also wer hat denn... Also. Volker hat gewonnen. Der war jetzt genau. Das heißt, Herr... Ich hab's immer noch nicht verstanden. Herr, Sie kuppeln bitte ab. Und ich bitte nach vorne den Herrn Schmidt. Oh nee. Kann der Racing nicht auch machen? Der hat sich angemeldet. Lustig. Aber nicht mein Traktor. Fahrt ihr eigentlich mit demselben Traktor? Nee, der hat doch New Holland. Kann ich ein bisschen farbenblind oder was? Ich hab da nicht hingeguckt, oder was? Hans-Peter, pass mal auf, sonst fährt er dich über den Haufen. Aber du bist ja nicht. Ach, Herr Peter, hauen Sie ab hier. Knoll? Herr Schmidt? Ah. Zurück. Knoll.
Weiter, weiter, weiter. Oh, ankuppeln. Passt, ankuppeln. Ankuppeln. Großtraktoren will er da. Was will er da gewinnen? Ja, 5 Großtraktoren, 1050. Ja, zweimal Deutsch, oder was? Stadt hat Megageld, oder was? Nicht erlaubt. Eine Million, ey. Nee, zweimal Deutsch. Haben sie recht. Geht. Wer will hier gewinnen? 1050. Achso! Ups! Ich hab nur den. Nee, warte. Das macht überhaupt keinen Sinn. Nee. Es geht schon um die Mittelklasse bei den Deutschen jetzt, Leute. Der andere bleibt, würde ja sowieso im Stadtplatz. Also, ich gehe jetzt mal wieder auf meinen Platz. Herr Stromberger, gehen Sie noch ein bisschen weg. Herr Varuna, Herr Schmidt, sind Sie bereit? Ja. Dann 3, 2, 1, go! Volker. Ich hab 20, wer ist weniger? Ich hab immer noch nicht verstanden. Differenzialsperre raus. Einfach geradeaus fahren. Differenzialsperre raus. Ist ein Tipp, hab ich mal auf einer Schulung gelernt. Ah ja. Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Du musst einfach geradeaus. Einfach den Gegner hinter die. Los weg! Weiß nicht, wieso der kleine New Holland da hier so Power hat. Aber ich vermute mal, der hat die gleiche Konfiguration wie ich drin. Ja. Du weißt bei mir wahrscheinlich ganz ein bisschen nach unten geht. Ja. Aber wahrscheinlich ist der Profi wesentlich leichter wie der New Holland. Der Steier. Also, ich stehe bei 0 km/h. Du hast Radgewichte. Nee, gibt mir trotzdem keinen Vorteil gerade. Nee, Rad eigentlich eher weniger. Also, dieses Rennen ist super spannend. Es passiert absolut fast nichts. Nee, meine km/h-Anzeige ist auf 0. Meine auch. Du stehst auch. Bewegst dich unter der 0 km/h-Grenze. unter der 1 km/h-Grenze. Der fährt rückwärts. Scheiße, yeah. Mein Motor. Alter, ich glaube, mein Motor ist kaputt gegangen. Einen Techniker bitte. Einen Techniker Moment. Bitte. Moment, ich probiere mal. Versuchen Sie nochmal zu starten. Wie sind Sie gerade so schnell gerannt, Herr Peter? Also das. Hat der Motor nichts angezeigt? Warte, ich mach mal hier auf. Soll ich ihn abschleppen? Der ist. Vielleicht ist das eine Überhitzung, vielleicht nur im besten. Oh. Alter. Ich kann ihn zurückschieben. Ja, schieb ihn mal. Und zieh ihn mal zumindest von dem Feld hier runter. Also, ich krieg den Motor auch nicht mal an. Ach, Scheiße. Also ich habe einen. Ich glaube, ich brauche einen anderen Traktor. Mit Steier habe ich kein Glück. Ah, Knoll. Kannst du hier gerade mal meinen Träger aufladen schon? Ja. Ich glaube, ihr Traktor ist jetzt wirklich endgültig kaputt. Ja, lass mal stehen hier. Ludwig, danke fürs Abschleppen. Tobi, lassen hier stehen. Können Sie noch ab? Wir laden den nachher auf. Herr Stromberger. Sie müssen ab. Ludwig. Nein, du musst abkoppeln. Einmal die Taste mit dem X ist bei der Sondersteuerung. Ja. Da ist ein großes X drauf. Einmal drücken nur. Scheiße aber auch. Wie soll ich denn jetzt arbeiten, ey? Mein ganzes Equipment liegt hier. Herr Varuna, Sie können gratis von mir meinen 1050 haben. Der hat aber keinen Frontlader, oder? Helft mal einmal alle schieben. Lass dich mal meinen Traktor. Damit wir den Steier auf den Transporter kriegen. Einmal ja, alle Leute, schieben. Ich bin auf Tagung. Ich bin jetzt auf Tagung. Ja, ja, auf Wiedersehen. Marlon, lass mich mal in meinen Traktor. So. Ja, komm. Upsa. Warum? Ja, Leerlauf funktioniert, ha? Aber ja, dann geht so nicht mehr rein. Halt mal rein. Nee, geht nicht.
Moment. Ja, nochmal schnell. Ja, nicht so. Komm. Komm. Ich glaube, es. Ich glaube, der ist ein bisschen falsch disponiert. Ich glaube, der Herr Kollege vom Abschleppdienst hier. Es geht nicht. Es geht nicht. Knoll! Der Traktor ist zu fett. Knoll! Steig ja, aus. Du musst die Tiefladung. Knoll! Das geht fährst nicht. Du mal zur Seite, ja. Habe ich dich jetzt den Deutsch gewonnen? Ja, okay, aber. Ich weiß noch nicht. Jetzt macht er erstmal weiter und dann. Ja, wir haben nicht um einen Last gefangen, weil meiner nicht mehr funktioniert. Herrn Schmidt gegen Herrn Neumann. Hol den. Ballung, nimm einen. Sogar mit dem Tieflader. So ein Scheiß aber auch, ey. Jetzt ist der Motor auch noch verreckt, ey. Und verloren habe ich auch noch, ey. Das gibt's nicht. Wie soll ich denn jetzt arbeiten, ey? Mann. Scheißdreck hier. Den ganzen. So ein Schrottsteier, ey. Reicht. Wann gehen denn die Großtraktoren dran? Lassen Sie mich mal ansteigen. Ludwig? Nein. Ja, Leute. Ludwig. So ist beides verbunden. Los, wir gehen in. Ja, dann los. So, beide in den Traktor und ich sage, Herr Neumann, ziehen Sie mal ein bisschen und Herr Schmidt, geben Sie kein Gas, weil der Abschleppkran ist nicht gut. Stopp! So, seid ihr bereit? Ja. 3, 2, 1, go! Marlon, auf geht's! Das ist dein Ding! Marlon! Dem ist. Schaffchen! Also ich muss sagen, der Herr Reinhardt sollte nächstes Mal einfach ein ebenes Gelände nehmen. Wollte ich gerade sagen, das ist ein bisschen arg. Es sei hier unfair. Immer unfair hier, der Rechte gewinnt ja immer. Das könnt ihr auch gerne nochmal andersrum machen nächstes Mal. Ja, toll, mein Traktor ist kaputt. Was machst du, Spaß hier oder was? Ja, wir haben noch wahrscheinlich... Reiß dich zusammen, sonst bist du nicht mehr lange Bürgermeister. Ey, ja, und wollen Sie dem Herrn Bürgermeister drohen, der Evaruna? Stand da nicht im Katalog, wo man sich anmelden konnte, dass das, wenn der Motor oder so etwas kaputt geht, dass das, der Bauer, also von wem der Traktor selber zahlen muss? Evaruna, wollten Sie gerade dem Herrn Bürgermeister drohen? Herr Stromberger. Jawohl. Also ich glaube, da will ich nichts mehr. Bürgermeister kann man abwählen. Ja, aber ich dachte schon, sie wollten mich töten. Oh Gott. Sind sie wahnsinnig? Warum machen wir denn das alles in die andere Richtung? Wenn wir das alles in die andere Richtung machen, dann wäre es... Jetzt dreht er einfach einmal um und probiert mal in die andere Richtung. Ey, Herr Knoll, was fahren Sie hier einfach durchs Das ist der Abschleppservice. Liebe Leute, ich wollte Ihnen vielleicht noch was verkünden. Das also Herr Schmidt hat gewonnen. Leerlauf rein und dann das Rollen. Also, ich wollte nur sagen, dass das Traktorpulling ja wiederholt werden kann und falls die Lust darauf haben und dann diesmal in die andere Richtung. Fahr den runter zum Händler. Hat der Lust, sorry, dann jetzt nichts. Ja, Knoll, danke. Hat der Herr Ludwig nicht. Jetzt noch eine Frage. Wer ist eigentlich die Vertretung vom Herrn Händler? Ach so, Herr. Die Reparatur macht der Herr Revisex. Nee. Was hat denn. Ich wollte zum Händler wegen was kaufen. Herr Ludwig, Vorwacht. Herr Revisex, hast du jetzt eigentlich gewonnen auf uns? Ja. Oder hauen jetzt schon alle Leute ab? Na, geht's hier noch weiter oder sind wir jetzt durch? Also, liebe Herren, ich würde es sagen. Wieder was arbeiten. Ich würde mal sagen, dass es irgendwie eine Wiederholung ist, weil das echt unfair ist. Was ist denn jetzt hier mit Groß- oder man macht was neu. Das nächste Mal hatte ich eigentlich sowas wie Slalom-Parcours geplant. Ja, oder mal Geschicklichkeit hier, Ballen stapeln oder. Genau sowas. Oh. Der Preis kann er schon mal an mich geben. So, wer hat jetzt gewonnen? Keine Wollpaletten. Herr Schmidt, sind Sie gerade 1050 gefahren? Ja, ist er. Nein,
Er hat mich das geschoben. Marlon, zieh! Zieh, Marlon! Guck mal, Marlon! Marlon, hier ist... Marlon, Freibier, hier, zieh! Das ist nicht so einfach auf so einem Untergrund. Ja, Herr Schmidt, machen wir nicht die Maschine dreckig. Komm, jetzt machen wir zwar mal ein Battle. Und deswegen höre ich jetzt auf zu. Was hat denn der Herr Schmidt gewonnen? Ich frage Sie, ob Sie den Deutsch Series 9 annehmen. Ja, ja. Möchte. Ja. Okay. Alter, weißt du was? Der Händler ist nicht da, es passt nicht im Internet. Er kann doch auch nächstes Mal ausgeliefert werden. Herr Jonas, ja. Wann bin ich denn jetzt dran? Seid ihr dann auch hell? Ich höre nicht selber. Jonas, also wir brauchen dringend mal einen Bürgermeister-Stellvertreter. Ja, also Jonas, da wollte ich auch mal ansprechen. Ein Stellvertreter und jetzt wollte ich ihn mal fragen, wann bin ich denn jetzt mal dran mit meinem 1050? Ja, jetzt, wenn die Abschleppstange mal hier lassen. 1050 würde. Will keiner sehen. Doch. Nur ein richtiges Steuer. Engmar Paris. Jäger. Kommen wir? Ja, Herr Warunde. Ja. Was macht denn dein Kumpan hier? Marlon? Neumann? Komm ran, Jonas. Ja. Was machst du gerade? Ich sehe, du hast einen Frontlader an dem Bau. Wir haben beide einen. Haben wir beide. Mein Zeug steht jetzt gerade hier. Wir gehen mal kurz neben. Ich wollte gerade mal fragen, ob ihr meine Sachen hoch zum Bauhof bringen könnt. Weil mein Trecker ist ja am Arsch. Zum Bauhof? Jo, den Frontlader hier mit Zange und den Anhänger. Okay. Ich glaube, wegen Anhänger müssen wir nochmal fahren. Nee, wenn er seinen Anhänger hier lässt, dann passt's ja. Stimmt. Ich lasse meinen hier und dann nehme ich beide Sachen. Wohin sollen das? Zum Bauhof. Hinten in die Grube rein, da wo der Häcksler steht. Okay. Dann bringe ich hier die Zange auch mit, oder? Jo, super, das wäre perfekt. Danke. Boah. Achtung, Hofer! Meine Güte, der Tobi! Meine Hofer hört nichts. Okay, gut, vielen Dank, bis dann, ciao. Bitte. Jo, ciao. Okay, Harry! Harry, pass auf! Ja, auch ein Fisch. Herr Baruna, sind Sie noch hier in der Nähe? Ja, ich komme gerade wieder rüber, ich muss den Abtransport von meinen Maschinen organisieren. Ich geb's zu, dass es ein bisschen blöd gelaufen ist. Ich habe Ihnen ja gesagt, das nächste Mal sollen Sie unbedingt ein ebenes Gelände benutzen. Ja, oder wir machen was anderes nächstes Mal. Ja, das können Sie überlegen. Aber auch erst wieder in der nächsten Woche, weil das war's für diese Woche. Ich weiß gar nicht, wer hat denn hier gewonnen? Ich. Ja, Reinhard. Nicht, sondern Herr Weiß. Ah, ja. Okay. Ich wollte nur sagen, der Herr J.R. hat gewonnen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da und schaut auch am Montag wieder rein. Bei der nächsten Folge LS19 meets Reality. Tschüss. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Ciao. Oh, tschüss. Noch